Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Infinite World. Und wir sind hier noch mit dabei. Wir brauchen dann gleich nochmal ein paar Lampen. Wir brauchen hier einiges an Lampen und wir schauen mal, ob wir da irgendwie was hinbekommen. Also White Lamp. Das heißt, wir brauchen erstmal eine. Also wir brauchen auf jeden Fall die Inverted White Lamp halt auf jeden Fall. Ne? Inverted White Lamp. Und wir gar nichts mehr davon. Okay. So, 33 Stück von diesem White Illuminar, das ist ja schon mal etwas. Redstone Torches, machen wir auch gleich mal 64 Stück. Glass Paints, zack, haben wir gar nichts. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Sand. Sand. Nehmen den Sand und packen ihn irgendwo rein, wo wir ihn benötigen. Wir nehmen das mal hier so. Und wir packen das mal so. Und packen hier unseren Sand rein. Sand, okay. Sand. Sand. Wir können halt natürlich hier nochmal die, wir könnten auch das hier hinten nochmal ein Stück weit verbinden dann noch. Ne? Die Option würde auch noch gegeben sein. Müssen wir mal sehen. So, okay. Wir können auf jeden Fall erstmal mit unserer weißen Lampe da erstmal wieder weiter arbeiten. White Lamp Inverted. Und da haben sie Inverted White Lamp. Okay, jetzt haben wir hier keinen, wir haben immer noch kein Glass Pane. Aber wir haben jetzt zumindest, haben wir ja schon mal Glas. Das heißt, damit können wir schon mal ein bisschen was zusammenarbeiten. Zack, zack, okay. Und dann können wir das jetzt hier endlich bilden. 16 Stück, das ist noch nicht, bei weitem noch nicht ausreichend, aber schon mal zumindest definitiv schon mal ein Anfang, ganz einfach, ne? Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, jetzt ist das hier auf jeden Fall schon mal ganz, ganz schick. Schicki-Miggi. Und wir bauen das hier auf jeden Fall nochmal weg. Und bauen das hier weg. Und müssen das hier oben auch noch wegbauen. Weil das soll ja irgendwie so ein bisschen nach Marble aussehen. Aus welchem Grund auch immer wir das so gemacht haben. Wahrscheinlich, weil es schick aussehen soll. Es sollte schick aussehen, ganz einfach, ne? Und mal gucken, ob wir dann überhaupt noch genug Marble haben dafür. Um hier die ganze Fläche hier abzutragen. Zack, zack, zack. Hätte ich es auch nicht setzen brauchen. Echt. Echt schlimm mit mir. Eigentlich brauchen wir nur das hier abzutragen, ne? Erstmal. Genau, wir brauchen nur bis dahin. Okay. So. Ja, bis halt die Engine steht, ne? Da dauert das halt auf jeden Fall sowieso. Ne? Okay, aber sind halt auf jeden Fall schon mal die Vorbereitungen halt dafür, ganz einfach. Ja. So, wir können das natürlich auch oben hinbauen, wir hätten das auch überall woanders hinbauen können, ne? Aber wir wollen das ja unbedingt da haben, ne? Also, wir wollen ja auf jeden Fall Amber, ne? Boah, da haben wir 69.000, okay, also da gibt es dann halt keine Probleme damit, ne? Also nehmen wir hier einfach ein paar Amber-Blöcke, zack. Es sollte keine Probleme geben damit, okay. So, ist das jetzt ganz normales Amber oder haben wir da, also nee, wir haben es gechiselt noch. Also wir haben noch Amber Bricks draus gemacht, packen hier das nochmal rein. So, Quatsch. Und Amber Bricks, okay. So, und dann können wir halt eigentlich im Grunde genommen das fortsetzen. Also hier die Reihe können wir komplett fortsetzen bis hinten hin. Da gibt es ja keine Probleme. Die, bei der Reihe gibt es auch keine Probleme. Zack, 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 zack. Die mittlere Reihe ist auch einmal komplett durchgezogen. Und zack und zack. So, nur bei dieser Reihe müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir hier sagen, okay, gut, wir haben hier das, wir haben hier das und das und das und das. Nee. Das und das, sowie das, das und das.
Okay, so, dann kriegen wir das hier auf jeden Fall schon mal wieder raus, ne? So, dann haben wir hier auf jeden Fall so Inverted White Lamps. Haben wir noch ein paar. Ein paar Stück haben wir noch. Zack, 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 zack. Okay, gut. Ist noch nicht ausreichend, ne? Aber wir kommen dahin. So, Inverted White Lamp, ne? So, da brauchen wir auf jeden Fall erstmal das hier, ne? Wir haben allerdings, glaube ich, kein Bone Meal mehr, ne? Aber wir müssen jetzt hier mittlerweile wieder irgendwo was haben. Ich will mal reinschauen. Wir hatten das, glaube ich, hier irgendwo, haben wir das doch bestimmt gespeichert, ey. Ganz in Spaß. Hier haben wir, hier haben wir doch auf jeden Fall einiges von, ne? So. Okay, dann gehen wir die Knochen erstmal rein. Bones, die Knochenjäger. Oha, 5000 haben wir davon. Ja, das ist ja wirklich nicht gerade wenig. So. Dann Inverted White Lamp. Zack. Und wir brauchen, achso, genau, wir brauchen immer noch das, das hier. Ups, nee. Zack. Ich frage mich, was ich hier mache hier die ganze Zeit eigentlich. Zack, so, 64. So, okay. Und dann, zack, und dann, zack, was geht? 10, okay. Zack, und zack. So, wir brauchen als nächstes, weiß nicht, was ist uns jetzt ausgelaufen? Ah, die Glass Paints. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein bisschen paar Glass Paints. Glas, 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 Glas. Okay, zack. So, 1, 2, 3. Okay, rein damit. So, das nächste, was wir benötigen, ist dann auf jeden Fall Inverted Wet Lamp, ne? So, die brauchen wir als nächstes. Also, da brauchen wir Wet Illuminar. Haben wir wieder nicht. So, das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall. Oh, das könnte schwierig werden. Wet Dye. So, jetzt ist natürlich die Frage, irgendwie Mystical Wet irgendwas, ja, das ist schlecht, oder wahrscheinlich Roses, Rosenrot. So, und wir brauchen davon etliches. Das heißt, wir können, wo ist denn eigentlich unser Bett? Da stand doch hier immer unser Bett, oder? Irgendwie ist das Bett weg, Alter. Ich hab kein Bett mehr, Alter. Bett, Alter. Ich hab kein Bett, Alter. Krass, Mann. Wo ist denn mein Bett hin, ey? Mein Bett ist aber immer weg. Wo ist das denn hier, wie? Ist hier oben irgendwas? Ja, weiß ich nicht, vielleicht hier hin? Monsters an mir, wie, Alter. Monsters an mir, wie, immer noch. Weiß aber nicht, wo die sind. Aber es wird eh hell. Das ist ja ganz komisch. Naja, okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir jetzt trotzdem immer noch, Rosenrot. Jetzt steht der, achso, der Tesseract steht hier immer noch, aber der wird nicht mehr aktiv sein. Das ist natürlich bitter dann. So, also wir brauchen rote Pflänzchen, bitte einmal. Rote Pflanzen. Da haben wir sie, glaube ich. Mit etwas Glück funktionieren die auch schon. Poppy. Ja, Rosenrot, yay. Die gehen auf jeden Fall. Also ein bisschen auf Jagd mal gehen. Na gut, hier hätten wir. Hier können wir uns bestimmt mal bedienen, falls hier was wäre. Ja, hier ist eh nicht mehr markiert mittlerweile. Als Gebiet. Lalalala. Hier ist ein King Slime. Mhm. Und der ist wohl hier ultra strong, oder was? Ja, gut, denn, ja, sag ich mal nicht nein halt dazu, ne, also was auch immer hier passiert ist, ne, okay, ja,
Ja, der hätte pink sein können. Epic Shader Garbage, okay. Na gut. Ja, meinetwegen, ne? Ja, es wird vermutlich bei Mariandres irgendwas gewesen sein, schätze ich mal. Wobei er hat da, wobei ich weiß jetzt nicht, ob ich hier rangehen kann. Kann ich hier rangehen? Ist sehr nah hier, ne? Nee, wir lassen es lieber. Es sieht fast schon auch so gesetzt aus, ne? Ein Stück weit. Deswegen. Hallo, na? Hat irgendjemand nur was gebuddelt? Naja, okay, gut, wir gucken mal, dass wir hier nochmal ein bisschen was an Poppy ranbekommen, ne? Und so schwer ist es ja jetzt auch nicht zu bekommen, mal, ne? Also, da gibt es schwierigere Sachen. Aber wir brauchen halt auch, wir brauchen halt wirklich einiges davon, ne? Oh, er hat hier unten hat er nochmal eine kleine Farm gemacht. Das ganze Gebiet ein bisschen noch ausgedehnt. Obwohl das rot aussah, sah rot aus, auf jeden Fall. Naja, okay, kann man machen, muss man aber auch nicht. So, gut, oh, wir werden die ganze Folge, werden wir noch beschäftigt sein, hier die scheiß Blumen zu finden, oder dafür, ey. Einfach nur, weil ich rote Lampen haben möchte. Weil ich mit roten Lampen angefangen habe. Ja. Ihr merkt schon, ich freue mich halt bei solchen Sammelaufgaben, die ich mir da selber stelle. Natürlich immer das Beste, was man halt auf jeden Fall auch machen kann. So. Und 6 Stück nochmal. Wir brauchen, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, wir brauchen den ganzen Stack dafür, weil die halbieren sich ja dann. Ne? Oh. Ja, die Halbierung ist halt das große Problem. Aber naja, gut. Ist halt so. Lässt sich leider nicht ändern. Ja, auch noch zu so einer Sammelaufgabe mit so wenig wie möglich Inventarplatz. Das ist dann immer das zweite, was einem so richtig, was so richtig gut ist. Da habe ich hier was Rotes kurz gesehen gehabt, aber. So, okay, aber naja, gut, passiert. Passiert. Zack. Hier noch irgendwo was. Endportal. Home habe ich gesetzt, oder? Ja, genau. So, hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal 5 Stück, ey. So, ich würde fast sagen, dass wir es dann gleich nochmal probieren. Jetzt Master Black, oder? Aha. Warte mal. Und, wieso hat er seine Hütte hier? Das verstehe ich nicht. Das check ich gerade nicht. Aha. Wieso hat er da die Hütte, Mann? Das gibt's doch nicht. Och, Mann, Och, Menü. Also, nee, warte mal, das war doch anders gewesen. Das war, glaube ich, hier und dann Claim Chunks. Also, der hat hier eine einzige Hütte, oder was? Och, Menü. Nee, in diese Richtung, okay. Ah, hier unten. Ja. Also, okay. Er hat das Diamanten. Oha, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Somit komplett. Oha, das sieht ja. Das sieht ja schon ein bisschen edel aus, muss man ja so schon sagen, halt. Komm nicht rein, glaube ich, ne? So, mit diesen Diamanten. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Aber das Problem ist halt ganz einfach auch, das ist das, was, also die Karte, ich sag's mal so, ne, die Karte, die sieht ja eigentlich gut aus, halt von oben halt, ne, also du hast halt irgendwelche Wege, du hast halt irgendwie so eine Bebauung, du siehst so ein paar Grundstrukturen halt, ne, gerade Blacks Hütte sieht man zum Beispiel die Grundstruktur halt relativ gut, ne, bei mir sieht man auch schon einen Teil hier ganz einfach, ne, dass sich da halt auch schon ein bisschen was getan hat, ne, aber bei ihm sieht man halt zum Beispiel halt wirklich gar nichts, ne, und das ist, ja, gut, also zum Beispiel auch, gut, aber bei Mariandus, ne, der hat auch relativ viel verbaut dort, ne, aber eigentlich auch nicht wirklich, ne, also, naja, gut, okay, so, ja, okay, gut, ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge nochmal ein bisschen hier auf Suche und dann versuchen wir da mal irgendwie das Ganze in der nächsten Folge fertigzustellen. Ich danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ciao.